Ich sehe den Raptor nicht, ich höre ihn nicht. Könnte gar nicht mal so schlecht sein. Und gleich hast du einen im Nacken. Ja, kann auch sein. Dass er mal wieder sich leise anschleicht und mich dann einfach gleich massakriert. Ja. Okay. Es kann auch sein, dass der Menschenaffe den gekillt hat. Weil die sind ja in der Theorie stark genug dafür. Ja, die bringen auch einen T-Rex zu Fall. Weil die sind ja mega krass, die Viecher. Gut, dass sie friedlich sind. Also der eben war nicht friedlich. Also der in Folge 1 meine ich jetzt. Der war nicht unbedingt friedlich. Ja gut, das stimmt. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, wieso er mich angegriffen hat. Jetzt wird es auch noch Nacht und es regnet. Juhu. Okay, ich hab mir mal die Freiheit genommen, mal Kleidung zu... Ach du Kacke, es ist dunkel geworden. Kleidung zu lernen. Ist ja okay. Ist ja gar keiner da, der dich sonst mit Kleidung versorgt. Genau. Ich kann zumindest schon mal eine Hose. Heißt, ich werde schon mal nicht ganz erfrieren. Ist hier auch irgendwo nochmal ein normaler Stein? Bombe. Ich kann mir gerade keinen weiteren Speer herstellen. Läuft gerade nicht bei mir. Aber hey, es hat aufgehört zu regnen, ist doch schon mal was. Oh ja, es ist auch noch ein bisschen kalt draußen. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Ich hab mein Lagerfeuerchen, gegrilltes Fleisch in rauen Mengen. Ich hab Beeren. Und gerade versehentlich gepfiffen. Ja gut, es lebt ja nichts mehr, was auf Pfiffe reagieren kann. Die wurden ja gefressen. Ja. Sandra und das namenlose Tanzeschwein. Gut, dass du dich da zwei Folgen lang an den Strand gestellt hast, um das Vieh zu tamen. Ja, ich bereue es gerade auch so ein bisschen. Hat sich aber hey, that's live. Das hat sich echt mega gelohnt. Das olle Tanzeschwein. Oh. Oh Gott. Okay, ein bisschen ruckelt der Server gerade. Oh mein Gott, Steine. Nee, warte mal, ich brauche ja Feuerstein. Dann nimm den Spitzhacke und hau auf dem Stein rum. Ich habe hier keinen Stein, ich habe hier nur metallhaltige Steine. Oh, okay. Da kriegst du keinen Feuerstein raus. Argument. Ein sehr gutes Argument. Es ist jetzt gerade nur noch kalt. Ich könnte darüber nachdenken, gleich das Lagerfeuer abzureißen und weiterzuziehen. Glaube ich, keine schlechte Überlegung. Ach komm, nehmen wir jetzt einfach alles raus. Und das reißen wir mal eben weg. So. Kriegen wir noch ein bisschen Sachen wieder und können weiterziehen. Ja, Stoffhose, sehr schön. Ist ja gerade nicht so kalt. Vielleicht finde ich auch nochmal einen normalen Stein. Oh, das sieht aus wie ein normaler Stein. Sehr gut. 3 Feuersteine. Okay, die Hose ist fertig. Jetzt kann ich mir die Hose anziehen. Ja. Jetzt habe ich 4 Speere dabei. Mir kann schon fast gar nichts mehr passieren. Außer Dodo Level X. Ach, nicht Dodo, Raptor. Ich habe auch einen Holzknüppel dabei. Ich glaube tatsächlich, dass der Menschenaffe den Rappi gekillt hat. Weißt du doch gar nicht. Oh, ich kann unser Haus sehen.
Da müsstest du doch einen Typen mit einer Fackel sehen irgendwo. Ich bin ziemlich weit überm Haus. Also das kann ich jetzt so genau nicht sagen, ob ich dich sehen überm kann. Überm Haus? Also oben auf Klippen? Ja. Ich muss erst mal gucken, wie ich wieder runterkomme. Ich kann ja leider noch keinen Fallschirm bauen. Ach, hier gibt's ja auch. Oh mein Gott. Ich hätte gerade gern einen. Glaube ich dir. Dann könnte ich einfach mal eben kurz hier runterspringen. Oh nein. Wo? Da. Lass mich bitte in Frieden. Was hast du denn da oben? Insekten. Ja, okay. Die lassen einen nie in Frieden. Oh. Ich kann schwören, ich habe gerade Kumpis gehört. Ich sehe aber nur Dodos. Ja. Da vorne ist ein Dilo, da ist ein Bär. Da hinten ist ein Dilo. Ohne Bär? Immer diese mit Bär, ohne Bär? Ich wäre jetzt auch gerade lieber mit... Oh, das ist nur ein Para. Alles gut, das ist nur ein Para. Das ist was ganz Normales. Da hinten ist ein Trike. Ach, falsches Menü. Okay, ich brauche einmal eine... Mann, jetzt sieht man mich die ganze Folge über nicht. Ja, ich denke mal auch. Das ist, Entschuldigung. Ist ja okay, könnt ja keine Ahnung, dass du da irgendwo oben spawnst. Ja, ich hätte ja auch unten am Strand lang gehen können, ne? Aber hier oben gibt's massenhaft Metall. Das ist gut zu wissen. Oh, ein Kompi. Ach, es wird ja schon wieder Tag. Jetzt müssen wir noch wissen, wie wir gut hochkommen. 3 Kompis. Oh Gott, mach sie fertig. Ich stehe auf einem Stein und hab Angst. Na toll, da hab ich gerade mit einem Schlag meine Spitzhacke kaputt gemacht. Okay, ich hab einen schon platt. Okay, der nächste ist Level 77, an dem knabber ich jetzt ein bisschen länger rum, ja, mit meinem Speerchen. Treffen sie dich wenigstens? Nein. Gut. Ist platt. Der nächste ist Level 11, der geht schnell. Und platt. Ah, die Musik. Hört ihr, liebe Kinder, es ist keine schlechte Taktik, sich einfach mal auf einem Stein zu verstecken. Ne, der Feige gewinnt manchmal. 15 Leder und 7 rohes Fleisch. Ja, das ist ja gelohnt für dich. Tote Kompis lohnen sich immer. Selbst wenn man sie nicht lootet. Okay. Ich denke mal, du wirst gleich eine Überraschung haben. Ich habe das Haus ein bisschen erweitert. Habe ich gesehen. Ich kann mich auch zu dir umdrehen. Ja, okay. Ich bewege mich ja auch nur noch über Steine fort irgendwie so. Ich denke mal, wir können... Achso, das ist ein Para, was ich da höre. Ich denke mal, wir können in den weiteren Raum hier gleich Vorräte und Kisten hinstellen.
Was brauche ich noch für Dach? Oh Gott, hier ist es immer noch so hoch. Wie soll ich denn wieder runterkommen? Mäh. Verdammte Kacke. Da drüben ist der Stego wieder. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh, okay. Weißt du wenigstens, wie es runtergeht? Es geht gerade wieder runter. Es geht gerade sogar sehr stark bergab. Autsch. Hier riecht was gut. Oh ja. Oh, Kompis. Ihr bemerkt mich nicht. Hol dir Leder. Sie haben mich bemerkt. Oh Gott, du bist ja nur Level 8, das ist ja süß. Dein Kumpel hat auch nicht gerade viel mehr zu bieten. Na komm. Ach komm schon. Das Dach will nicht passen, verdammt. So, einen weiteren Raum für unser Haus. Oh, da fliegt ein Para. Ich weiß noch nicht, wovor. Kann auch sein, dass er vor dir flieht. Und ich habe Level Up. Ich habe ihn nicht angegriffen. Und da kam er in meine Richtung. Ich guck gleich mal, ich hab ja bei dir gesehen, wie es aussieht. Der Dodo rennt auch weg, okay, jetzt nicht mehr. Ui, überall die Lofos. Wobei die ja eher weniger ein Problem sind. Oh Mann, jetzt duftet das hier so, ey. Ich hole sie gleich mal nach hier vorne. Das ist echt fies, wenn man dann zwischendurch aus dem Off was hingestellt bekommt. Das duftet hier das ganze Zimmer voll. Oh ja, das ist mega gemein. Ich schreie, falls ich den Raptor treffen sollte. Sicher, mach das. Da ist schon mal ein Bronto. Ach, die Lofo. Ach, ich wollte die Kiste hier hinstellen. Wenn ich den Raptor jetzt sehen sollte, würde ich einfach neben dem Bein von dem Para stehen, von dem Bronto stehen bleiben, dass er den Bronto anklatscht und der Bronto dann den Raptor platt macht. Ja, der Feige gewinnt, ne? Danach loote ich noch den Raptor. Ich gehe extra ganz langsam, damit ich nichts übersehe. Und damit ich noch wegrennen kann, falls der Raptor kommt. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Super. Pups mir erstmal der Para ins Ohr. Der hat Mist gebaut. Ja, ja. Hier ist eine vierköpfige Herde Trikes. Dann weiß ich ungefähr, wo du bist. Das habe ich schon auch gesehen. Aber ich habe den Raptor noch nicht gesehen. Also ich komme auf unser Haus zu. Sehr schön, es ist ja ein bisschen sicherer hier oben jetzt.
Also an sich ist die Insel nicht so gefährlich. Nee, absolut nicht. Es ist halt nur dieser eine Raptor, der bis jetzt eklig wurde. Wenn er überhaupt noch lebt. Da ist unser Haus. Bärchen, ich komm nach Hause. Hey, super. Ich habe Metall dabei, deswegen bin ich schwer. Aber ich habe auch gegrilltes Fleisch dabei. Oh, mega. Das ist mega toll. Da bin ich. Ja, endlich, du bist wieder da. Homecoming. Ich hole mal ganz kurz die Klamotten von vorne. Ja, dann sterbe ich hier noch vor Hunger und Sehnsucht. Ja, schon am Weg. Weil das duftet hier echt die Bude ganz schön übel voll. Jetzt haben wir natürlich keinen Kühlschrank mehr, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Nein, pack den Stock weg, Mädel. Warum behältst du Kohle? Warum ich Kohle behalte? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht besser. Ist ein Punkt. Okay, da unten ist der Menschenaffe. Und da ist ein Dilo. Jagst schon wieder? Ja, wo ist er? Ach, da unten treibt er. Ja, ich jage schon wieder. Sehr schön. Achso. Lass doch los. Da ist ein Dodo. Achso, der hat Leichenstarre. Ich will wieder Fleisch essen. Ist doch Fleisch im... Oh, ich hab 4 rohes Filet. Super. Was? Wie was? Ich hab grad den toten Dodo am an der Hand gehabt. Ja, das habe ich gerade mit dem Dilo auch gemacht, weil ich keinen Bock hatte, den jetzt im Wasser irgendwie mit einem Hai teilen zu müssen. Ja, okay. Klingt nach dem Argument. Ah, das will ich mir mal holen. Hide.
Ich glaube, für die größeren, also für die Paras, brauchen wir echt zwei Leute, oder? Ja, deswegen kill ich davon immer die Jungtiere. Wir haben jetzt. Ich habe jetzt ein gegrilltes Filet dabei. Filet mignon. Oh oh, Menschenaffe. Halt dich bloß von dem fern, der ist nicht so nett. Nee, ich merke das schon. Wieso, wollte er dich anmoppern? Nee, nee, wenn er mich anmoppern würde, würde ich mich einfach von dir töten lassen jetzt. Das würde ich niemals überleben. Ich brate ein bisschen Fleisch durch. Ich gebe mal die Hausfrau. Okay, der Para ist weg. Den kriege ich nie wieder eingeholt. Deswegen sage ich ja, kill Jungtiere. Ja, wenn ich keins finde. Na, dann hast du Pech. Ist aber auch Fleisch im Grill, ne? Ja, es geht ein bisschen auch um OP. Achso. Weil ich bin jetzt Level, lass mich nicht lügen, Level 8 und Level 10 will ich erreichen, da kann man nämlich endlich ein paar neue wichtige Sachen lernen. Ja, dauert ein bisschen lange, ne? Hm. Ich weiß momentan auch nicht mehr, was ich lernen soll. Hey, ich hab Metall gefunden. Können wir super viel mit anfangen. Ja, aber wir haben es schon, das ist toll. Was wir haben, kann es keiner mehr nehmen. Ja, schon. Ich habe jetzt viermal gegrilltes Filet dabei. Wir haben kein rohes Fleisch mehr. Das ist doch gut. Jetzt haben wir gerade ein paar Ressourcen, die wir noch brauchen können auf Dauer. Ah, da drüben bist du. Und dann kann ich dir mal ein bisschen Fleisch droppen. Ja, aber nicht zu viel. Ich bin schon ziemlich überladen. Dann halt nicht. Dann geh erstmal abladen. Okay. Ich bin froh, dass sich unser Raptor-Problem so unkompliziert gelöst hat. Oh ja, es hätte doch viel schlimmer kommen können. Ja. Weißt du noch, im Solo-Play da eine Kano, der sich mal dein Haus als Höhle ausgesucht hat? Ja. Das hätte uns passieren können. Meinst du, der mir eine halbe Stunde lang mein Haus zerlegt hat, bis ich irgendwann nicht mal genug Ressourcen für Wände hatte? Ja. Und der dich dann, quasi wie aus der Butterbrotdose gefrühstückt hat. Ja, an den erinnere ich mich natürlich noch sehr, sehr gut. Aber hey, wir haben nur Raptoren. Ich meine. Das könnte auch ein T-Rex sein. Könnte auch ein Giganotto sein. Oh. Ja, gut, beim Giganotto würde ich einfach sagen. Wir spawnen jetzt mal spontan woanders. Ja, wir werden einfach mal die Insel wechseln. Oh, ich muss mal eben einen Schluck trinken gehen hier. Yay! Platsch. So. Jetzt bin ich schon wieder am Farmen. Eigentlich wollte ich töten gehen. Ja, wir brauchen einfach irgendwo für EP. Ja, und das Töten halt am einfachsten. Nur hier läuft nicht mehr genug zum Töten rum, finde ich persönlich. Ich geh doch ins Haus. Geh doch ins Haus. Okay, jetzt habe ich gerade mein letztes Speer voll in die Karpaten geworfen, verdammt. Den kriegst du nicht wieder, ne? Nee, nee. Ist dir klar. Was fehlt mir denn? Fasern. Das ist ja fast machbar.
Also wir haben, wer weiß, wie viele hier drin. Davon kann ich jetzt noch zwei herstellen. Es gibt auch wieder EP. Du könntest mir Klamotten herstellen. Zumindest Hemd, Schuhe und Kopf. Kann ich machen, ja. Das wäre mega toll. Ich setz mich dran. Dank dir. Ach, da doch nicht für. Also was brauchtest du jetzt? Hemd? Alles außer Hose, wenn man so will. Ist in der Mache. Danke. Ah, da ist ein junger Para. Wo bist du? Ach, da unten. Ui, das ist trotzdem schon ganz schön fix, der Para. Alter, die krieg ich aber. Ich wollte dir helfen. Trotzdem danke. Ich hätte nicht gewusst, dass du. Du hast mich gerade abgedrängt und dann konnte ich nicht mehr sprinten. Oh, wirklich? Ja. Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass du in der Nähe bist. Ich war direkt hinter dir. Das habe ich ja nicht. Ich habe hier hinten keine Augen. Naja. Okay, was? Wie viel rohes Filet gab das Viech denn, ey? Das ist ein Para. Ja, aber das sind, Ist zwei, ein Jungpara. 4, 6, 8, 10, 12. Das ist schon echt, das ist echt übertrieben. Kennst du diesen Unterschied zwischen Rind und Kalb? Ja. Weißt du Bescheid?